Hallo zusammen, heute machen wir Linsensuppe. Ah, stopp, nicht wegschalten. Nein, nein, nein. Ich hatte früher immer so Linsensuppe, Erbseneintopf, so, ne? Nein, es schmeckt Wahnsinn. Also wer einmal in der Türkei war und hier die rote Linsensuppe gegessen hat, der wird mir zu 100.000% bestätigen, wie lecker das ist. Und ich habe wieder rumprobiert. Und diese Suppe habe ich in meinem Leben, glaube ich, schon paar Mal gemacht und sie ist mir noch nie so gut gelungen wie jetzt. Also bitte Vorsicht bei dem Video, gut aufpassen. Also ich sage euch jetzt zuallererst, welche Zutaten wir brauchen. Und zwar habe ich wieder für euch ausgerechnet, die Suppe ist für, eigentlich habe ich sie für zwei Personen gemacht, aber da ist komischerweise ein bisschen mehr rausgekommen. Also vier kleine Schüsseln habe ich da rausgekriegt und pro Schüssel habt ihr ungefähr 100 Kalorien und die Suppe kostet euch insgesamt um die 95 Cent. So, wir brauchen zuallererst eine halbe Kartoffel. Die habe ich schon gerieben und die hat jetzt hier eine komische Farbe, weil ich die mit der Möhre zusammen irgendwie gemischt habe. Dann brauchen wir eine Möhre. Des Weiteren brauchen wir 90 Gramm rote Linsen. So, wer jetzt nicht weiß, wo man rote Linsen herkriegt, ich zeige euch einmal, wo man die kriegt. Und zwar gibt es einmal die roten Linsen von Alnatura. Oh, war das Rossmann oder Butni? Bin ich mir gerade nicht sicher. Dann gibt es einmal rote Linsen von der Biozentrale. Und dann kriegt ihr nochmal die türkische Variante, ist von Bagdad und die kriegt ihr in jedem türkischen Lebensmittelläden. Wenn ihr keinen kriegt, ich poste euch einen Link in die Infobox, dort könnt ihr auch bestellen. So, dann brauchen wir noch eine halbe Zwiebel, ein bisschen Butter und Öl, also nach Gefühl, ein bisschen Minze und hier habe ich einmal die Fleischbrühe von Knorr. So, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gibt, aber nimmt einfach sowas Ähnliches. So, und zwar einmal ein bisschen Butter und ein bisschen Öl in den Topf geben und mit den Zwiebeln zusammen alles schön anbraten. Dann habe ich dort schon die Karotte mit reingegeben und ein bisschen mit angedünstet. Wenn wir das gemacht haben, kommen die roten Linsen damit rein. Einfach kurz, ganz kurz mitbraten. Ich weiß jetzt, jeder macht das Rezept irgendwie anders. Ah, oh, ich mache das jetzt so und so oder so und so, aber wie ihr möchtet, probiert es erstmal aus. Wenn ihr die roten Linsen kurz mit angebraten habt, dann tut ihr dort ein bisschen Wasser rein. Ihr seht nach Gefühl einfach so. Ich habe jetzt hier drei kleine Minischüsseln reingepackt. Dann habe ich das ein bisschen aufgekocht. Bei roten Linsen ist das so, die sind halt ein bisschen, die kochen ein bisschen weicher und breiiger als andere Linsen. So, dann haben wir das Wasser dort drin und das Ganze wird dann einmal kurz aufgekocht, so um die 5 Minuten, 5, 6 Minuten, bis die Linsen anfangen, so ein bisschen weich zu werden. Und dann geben wir unsere Fleischbrühe mit hinzu. Ich habe hier einfach nach Gefühl 2, 3 Löffel Fleischbrühe mit reingepackt und ein bisschen schön eingearbeitet. Ihr könnt auch Gemüsebrühe nehmen, aber ich glaube, bei Fleischbrühe ist der Geschmack noch ein bisschen anders. Ja, und dann wird das Ganze noch mal ein bisschen aufgekocht. Und wenn ihr das auch gekocht habt und die Linsen schön weich sind, wird das Ganze mit einem Pürierstab püriert. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen verfeinert mit Minze. Jetzt kommt auch, oh, ich mag keine Minze, aber probier das bitte aus. Bitte, bitte probier das aus. Es schmeckt so lecker. Und das war's. Das war die Suppe. Wirklich super easy. Kinderleicht. Wirklich. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mal eine Überraschung für deine Mutter machen möchtest, koch ihr mal die Suppe. Ihr werdet euch die Finger ablecken. So lecker ist die Suppe. Und zudem ist sie auch noch wirklich super gesund. Also, für Leute, die auf ihre Ernährung achten, ist diese Suppe eine super, super, super Alternative. Und sie hält wirklich, also macht super satt, ist mir gestern aufgefallen. Ich habe eine Schüssel getrunken und war danach schon pappsatt. Toll, also wirklich toll. Und probiert es, bitte probiert es aus. Und wenn ihr das gemacht habt, postet mir bitte ein Bild auf Instagram oder Facebook, sonst mit dem Hashtag Backo. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir verratet, was eure Lieblingssuppe ist. Also Majimek und Yaila und ach, das sind so, ihr wisst, ich habe die ja schon mal alle gemacht. Aber wenn ihr wollt, mache ich die Suppen alle nochmal für euch. Und ja, demnächst erwartet euch auch eine Maissuppe. Also da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Sie ist wirklich super lecker. So, also bis dann. Tschüss und viel Spaß beim Kochen.